was ist denn das hier noch für... Den können wir noch verkaufen. Aber erstmal suchen wir uns jetzt alle Golem-Teile zusammen. Ja. Brauchen wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas irgendwie machen? Können ja auch generell mal schauen, was wir noch für Aufträge haben jetzt. Glaube nämlich, dass wir recht viel haben. Das hier ist die Kriegerquest, wo wir den Drachen besiegen müssen. Findet den verschollenen Ort der Meditation in den Zwergenhügelgräbern. Ah, okay. Könnten wir auch machen, ne? Ich glaube, das ist für die Mönchquest. Löst das Geheimnis, wie man den Feenhügel in Elfli betreten kann und spricht mit dem Feenkönig. Zwar sehe ich uns noch nicht. Findet den sechsten Golem-Teil und konstruiert einen vollständigen Golem. Kehrt dann zum Thomas Gray in der Schule der Zauberei zurück. Dafür müssen wir an verschiedene Orte noch. Tal der Hügelgräber müssen wir noch, in der Thalia und Evli müssen wir noch hin. Besucht die drei Steinmonolithen in Tataya auf den Evanmorn Insel und in Evli. Kehrt dann auf einen Thorny Green im Tonalischen Forest zurück. Wählt ein Richter als Nachfolger. Okay, das haben wir. Holt die Laterne des heiligen Lichts aus dem Hügelgräber und bringt den Taran Wintern in Harmondale zurück. Bringt den versiegelten Brief für die Standard Norbert Trush zu Lord Markham in seine Villa in Tatalia. Könnten wir auch machen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die einen Hass gegen uns haben. Ich glaube nämlich schon, dass sie den Hass gegen uns haben. Bringt den versiegelten Brief in die Halle der Berge in Elfli zurück. Ja, das könnten wir auch machen. Unter den Bergen? Okay. Aha. Findet drei Statuen und stellt sie auf die Schreine in Barkala-Wüste. In Tatalia und in Äffli und kehrt dann zu Turm. Da müssen wir erstmal die Statuen finden. Da müssen wir die Spiele gewinnen. Da habe ich auch gar keinen Bock zu. Ich habe Bock, dass wir jetzt mal schön die Ruinen da machen. Da habe ich Bock zu. Da müssen wir eh hin. Im Tal der Hügelgräber müssen wir eh hin. Von daher. Abfahrt. Kann ich euch helfen? Vielen Dank. Auf Da müssen wir ja eh hin. Oh, mal gucken, ob die jetzt schon wiedergekommen sind. Nein, tatsächlich nicht. Aha. Schöne Pflanzen brauchen wir alle nicht. Ach, so viele Pflanzen. Die Truhen haben wir ja alle schon geleert. Ja. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier kurz zu den Talen. Tal des Hügelgräbers. Und dann machen wir die Hügelgräber. Ey. Oh, auf die habe ich nicht ganz so viel Bock, weil die recht schwer sind. Finde ich persönlich. Wie man da am besten durchkommt. Yes, Sir, bitte einmal nach Tal der Hügelgräber. Wir müssen nach Südwesten auch, um das Golem-Stück zu holen. Also hier irgendwo müsste das sein. Dafür müssen wir hier links. Und dann erstmal die
scheiß Gespenster wegmachen. Ghostbusters. Überhaupt kein Problem. Ghostbusters. Oh. Axt? Keine Ahnung. Nee, das wem soll nicht. Das denn nützen? Ah, jetzt haben wir vergessen, Äxte zu lernen. Das wollte ich doch eigentlich auch machen. Egal, das lernen wir schon noch irgendwann. Irgendwann wären wir noch der geborene Axtträger. Nee, nach Talhütte wollen wir noch nicht verlassen. Die Steingolems, die haben Kopfgeld auf jeden Fall. Aber es sind ja gar keine Steingolems. Haben wir auf jeden Fall recht schnell weg. Überhaupt kein Problem. Die hauen wir schnell weg. Da ist noch Gold. Nur da auch mit. Ja, die gehen echt gut weg jetzt mittlerweile. Mich würde halt noch interessieren, wie diese Stein-Golems da weggehen. Ob wir die mittlerweile ganz gut beiseite bekommen. Sagen, die kommen hier nicht mal ansatzweise in meine Nähe. Und dann haben wir sie schon weg. Also es läuft schon ziemlich gut hier, finde ich. Wem soll das denn nützen? Eigentlich gar keinem, meine ich. Eile. Ein Tagebucheintrag, den können wir uns mal anschauen. Das kannst du verkaufen. Ich glaube, die Handschuhe auch. Und Eile auch. Weil ich meine, ihr habt alle gute Handschuhe. Ah, guck mal, da könnte man die aus. Der hat noch gar keine Handschuhe? Oha. Warum hast du denn gar keine Handschuhe? Sag doch was, dann kriegst du welche, ne? Sag doch was. Dann kriegst du recht. Die Federn verkaufen wir jetzt mal. Ich habe so viele Federn. Ist ja krass. Und das hier ist Tagebucheintrag. Nein, das ist kein Tagebucheintrag gewesen. Uncool, dann kriegen wir nämlich gleich, dass wir alle geschwächt sind. Wir müssen jetzt über die nächste Brücke oder da hinten einfach rüber hüpfen, kurz mal. Könntest ja noch mal magisches Auge aktivieren. Ey, was ist denn hier oben drauf? Gucken. Oh, da kommt mal wieder so scheiße rauf. Hüpf, 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 hüpf. Da sollten wir doch auch gleich drauf sein. Oder halt auch nicht. Doch, oh, guck mal. Ist doch gelohnt. Schönes Erz. Dafür können wir doch gute Rüstung holen. Ist auch noch ein Erz. Auch nochmal mitnehmen. Wem soll das denn nützen? Ganz normaler Stab mal wieder. Die haben wir jetzt ja schon zu Genüge gefunden. Ich persönlich finde, dass man auch mal so langsam einen besseren Stab verdient hätte. Ja. Aber spiel halt auch nicht, ne? War das schon alles? Double Speed und. Ist da nur ein Kratzer? Ah, der wird doch mal Wasserwandel anmachen sollen. Aber so viel Schaden war es jetzt ja auch nicht. Hielt sich ja noch ein Kragen. Ein Rahmen. Das passt mir nicht im Kram. So, das nehmen wir alles mit. Das lassen wir einfach mal richtig gekonnt
nicht liegen. Meteoritenfragment, wofür auch immer, nehmen wir auf jeden Fall mit. Siehst du, jetzt sind sie nämlich alle geschwächt. Aber das ist an sich gar kein Problem. Denn sie kann ja die ganze Schwäche wegmachen. Ich weiß nicht genau, ob du auch geschwächt bist. Weiß ich nicht genau. Speichern. Auf jeden Fall speichern wir mal eine Runde. Spring hier dann ganz gekonnt rüber. Und da sind nämlich jetzt auch diese Viecher. Wäre cool, wenn du zumindest einmal treffen würdest. Nun, Katze. Jetzt verstehe ich halt auch gerade gar nicht, warum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nicht mal eintreffen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Gerade eben haben wir sie alle so easy weggemacht. Klar, wir haben jetzt noch nicht gebufft oder so. Trotzdem finde ich, müssten wir sie weit ein bisschen besser wegkommen. Ist das ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Du aus dem Hintergrund, aha. Da kriegst du auf jeden Fall gleich eine dicke Antwort von uns. In Form von... Soll mich da... Aha, ist er direkt down gegangen. Ist doch nice. Mögen wir. Aber auch kein Problem. Die heilen wir einfach hoch. Und dann speichern wir. Nimm uns das restliche Gold alles mit. Gucken natürlich weiter immer mal auf die kleine Minimap, ob hier irgendwo was Verdächtiges rumläuft gleich. Wem soll das denn nützen? Die ganzen Äxte kannst du eigentlich verkaufen, da du ja deine Axt schon hast. Spiel nochmal speichern. Ich speichere recht viel, aber besser als zu oft als denn, ne? Karte zu Hügelgräbern. Arena-Wettkämpfe. In Hügelgräber wurden zwar errichtet, um Grabräuber abzuhalten, aber trotzdem wurden ein Weg benötigt, um sich während der Begegnis und Zeremonie in den Gräbern zurechtzufinden. In der Nähe jedes Tores findet ihr Plaketten. Die Plaketten sind zwar etwas rätselhaft, dennoch werden sie euch helfen, euch nicht zu verehren, solange ihr euch an die Richtung haltet. Bisher hat noch kein Dieb ihren Nutzen erkannt. Aha. Werden überall Plaketten finden. Ah, jetzt glaube ich, habe ich die auch verstanden. Die Plaketten, die wir ja schon in den Hügelgräbern das eine Mal gesehen hatten. Könnten natürlich jetzt mal kurz gucken, ob wir irgendjemanden Experte lernen machen könnten. Ich glaube aber nicht. Die haben alle noch auf 1. Recht gut schnell weggemacht. Oh, hier sind jetzt wieder viele. Zwei Gruppen, wenn ich es richtig sehe. Gehen wir schnell auf den. Der sollte gleich weg sein. Ich würde trotzdem gerne weiterhin auf dich gehen, damit du dann gleich mal weg bist. Na, schaffst du es. Ja. Jetzt diese Viecher wieder, die kann ich ja wirklich gar nicht ab, ne? Die kann ich gar nicht ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt da oben den noch. Ja! Sind es noch viele? Nein. Da noch nur noch 3, wenn ich es richtig sehe. Warte, denn da sind halt nur 3 weiße. Selbst Deutschland würde ich mal behaupten.
ist ein ganz klarer Selbstläufer. Meteorit. Nice, 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 nice. Viele, viele Teile liegen hier rum. Ich weiß nur immer gar nicht so, ob ich das alles mitnehmen will. Weil das ja an sich nur das Inventar stopft. Schöne Klinge. Ganz nett, aber unnütz. Geht. Ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Was ist denn hier oben drauf? Hier soll auch noch irgendwo ein Golem-Teil rumliegen. Wo auch immer. Dann müssen wir wieder so eklig hoch. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist. Sony soll das ein bisschen symbolisieren, dass man ja nicht so einfach auf den Berg raufkommt wie auf einer geraden Ebene. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir da durchgehen. Habe ich wirklich keine Ahnung. Eigentlich einfach nichts. Ein Schrein. Es passiert hier halt einfach nichts. Ah, guck mal, da oben ist auch noch was. Aber wir müssen immer noch auch eine Truhe finden. Alles klar, machen wir erstmal die Geister hier wieder weg. Ist noch ein Metroid-Teil oder ein Erz, meine ich. Ja. Will mit der Rückzugstechnik machen. Die ist immer sehr gut bei sowas. Und jetzt sollten wir die eigentlich alle wegbekommen, bevor die mich ansatzweise erreichen. Nice. So. Machen wir die Geister noch schnell. Wir sollten uns nicht mehr erreichen, wenn wir hier einfach stehen bleiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Noch irgendwie hört man doch noch welche, aber es ist auch wiederum grün. Ja. Locker easy alles gefunden. Da guck mal, da ist nämlich doch noch einer. Gucken, was ist er? Irgendwas Stärkeres? Ganz schwach ist er nicht. Aber der bringt Kopfgeld. Für jeden Erlegten kriegen wir Kopfgeld. Deswegen müssen wir mal ordentlich welche wegmachen. Ja, ich krieg doch im Moment so schnell weg, wirklich. Ist hier nichts, was? Da wäre jetzt einfach nur die Brücke, um da wieder hinzukommen. Brauchen wir an sich nicht rauf. Da wir ja immer noch eine Truhe suchen, wo das eine Golem-Teil ist. Aha! Das müsste hier doch an sich irgendwo sein. Irgendwo müsste das hier sein. Nur wo ist das? Das fragen wir uns jetzt auf jeden Fall mal so langsam. Hallo? Soll hier doch irgendwo sein?
Das soll hier halt wirklich irgendwo sein. Und ich persönlich sehe es gar nicht. Vorübergehend nur. Was ist hier? Vorwort des Autors. Lord Markan hat mir aufgetragen, diese Chronik von Schloss Harmondy und seinen Bewohnern zu erstellen und bei den kommenden Generationen zu großen Ereignissen nicht Vergessenheit geraten zu lassen. Ich hoffe, ich werde nicht diese Aufgabe als würdig erweisen. Die Schlüsselereignisse werde ich so umfassend und richtig wie möglich zu verzeichnen suchen. Mögen sie gut oder schlecht sein. Es liegt nicht in meiner Verantwortung zu beurteilen, was geschieht. Nur zu verzeichnen. Möge uns das Schicksal hold sein. Ja, das ist mein Tagebuch alt, ne? Denke ich mal. Dass das halt mein Tagebuch ist. Kann ich hier oben irgendwo was holen? Nein. Hier ist es nicht. Jetzt frage ich mich allerdings doch so langsam mal, wo das Gulteil ist, ne? Es soll halt im Südwesten sein. Und da sind wir jetzt. Hatte ich doch vorhin gelesen, dass es im Südwesten sich versteckt hat. Vielleicht der hier irgendwo noch. Auch nicht, ne? Jetzt kann man da nur so hochgehen. Kann das ja an sich nur in diesem Dorf sein. Vielleicht muss man doch da mit jemandem reden. Weil ich habe hier jetzt alles. Vielleicht in solch einem Fels drinne. Auch nicht. Werte Lehrerin, du sind Geister. Es ist hier halt nicht, ne? Wir sind hier im Südwesten. Es könnte auch irgendwo hier sein. Oder da. Kämpfen muss man da oben längs. Als nächstes. Dafür sollten wir uns aber auf jeden Fall durchbuffen. Zwar mal magisches Auge machen. Sie auf jeden Fall Segen. Und Helm tun. Wir speichern. Ach doch, hier könnte das drin sein. Hab's schon. Guck doch, einer an. Da haben wir doch ganz den Brustkorb. Aber unnütz. Haben wir ganz nett. Alles, aber unnütz. Was wir hier. Noch nicht alles. Jetzt müssen wir nur noch in Effli den Arm finden. Und dann den falschen Kopf in Black Desert. Und da können wir ja auch. Das gleich abgeben, das passt doch sehr, 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 sehr gut. Ja, ich finde auch, das passt sehr gut. Wollen wir uns trotzdem hier durchkämpfen? Ich denke mal, machen wir trotzdem, ne? Das machen wir trotzdem. Oh. Soll mich das jetzt beeindrucken? Weil dir auch gerade Kopf gefällt. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich gehe denn jetzt am besten
Guck mal, wir gehen erstmal nach unten hin. Da unten ist doch einer. Den machen wir als erstes. Unten machen wir als erstes. Guck mal, lass uns einfach runtersacken. Sollten wir eigentlich auch keinen Schaden bekommen. So, das langt. Oh, das ist sogar ein recht starker, wenn ich mich da nicht irre. Au! Ach du Scheiße, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass wir ja schon einen Verlust haben. Aber da sie ja recht starke Heilung jetzt mittlerweile hat, au! Ist das trotz K.O. ist er fast wieder komplett da. Au! Au! Ist er halt wieder fast weg, ne? Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Ja, aber du könntest halt einfach mal drauf gehen, so. Wasserwandel an. Hä, warum gab's da kein Gold? Soll mich das jetzt beeindrucken? Da sind welche. Eigentlich sind hier überall welche. Was ist mit dem Ast? Au! Wer hat mich denn jetzt getroffen? Da. Ah. Parfüle. Machen wir nochmal kurz. Das. Den. Und Schutz vor Magie können wir auch nochmal anmachen. Weiß, ja. Kann mir mal jemand helfen? So One-Hit-mäßig hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber sollte gleich weg sein. Sollte echt gleich weg sein. Boah, der hat aber schon. Aber der hat auch kurz gut Leben. Deswegen wird der nicht ganz so hoch geheilt. Nice. Was ich gleich mal gucken will, ob Heilen in verschiedenen Formen, also wenn wir nachher Meister sind oder so, ob er da besser wird. Kann mir mal jemand helfen? Also so auf die Gruppe vielleicht verteilt ist, weißt du? Ah! Oh, was bist du jetzt? Ängstlich? Das können wir dir aber wegmachen. Hilfe! Das ist kein Problem. Heldfluch entfernen. Vorricht verjagen. Tada. Und dann machen wir von hier. Ein Schuss, komm. Hä? Wie ist er denn jetzt nicht drauf? Ach so. Das war gar nicht er, den ich gerade im Fokus hatte, sondern die Leiche dahinter. Überhaupt kein Problem. Spruch ist so gut. Überhaupt kein Problem. So, da hinten ist noch einer. Au! Können wir mal machen. Treffen auch von hier, also alles gut. Sehr schön. Au! Warum schießt denn jetzt da oben hin? Da oben ist doch wirklich gar keiner. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das doch jetzt beeindrucken? Zwei Schüsse, dann ist der eigentlich weg. Und der geht halt gar nicht weg. So ist es. Der Geist. Komm schon, mach ich schnell weg. Das ging fix. So, müssen wir mal gucken. Das. Warum haust du mich ab? So, jetzt ist er weg. Dann haben wir hier auch schon mal recht viel wieder weggemacht, ne? Das so richtig sehe. Machen wir hier mal Wasserwandel an. Und gehen hier mal ganz entspannt übers Wasser. So, dass wir auf den Mittelteil kommen. Weil irgendwo sind noch die Roten. Auf die Roten habe ich wirklich keinen Bock.
könnten auch gleich nochmal in meine Lieblingsstadt gehen. Das ist übrigens meine Lieblingsstadt. Ganz nett. Und ich mich da aber immer unnütz. Verlauf. Verteilt er mal. Die, glaube ich, können verkauft werden. Haben wir alles. Ein schwarzer Umhang. Kriegt sie natürlich direkt. Ganz nett. Gift aber Fällen. Unnütz. Können wir auch schon. Ganz nett. Aber unnütz. Kann auch verkauft werden. Ganz nett. Aber unnütz. Könnte er gebrauchen. Da brennt einem ja der Hut. Erhöhter Wert. Ein großer, allerdings unvollkommener Perlenstich aus dem ansonsten unauffälligen Ring hervor. Erhöhter Wert. Aha. Erhöht die Werte, denke ich mal. Und der kann verkauft werden. Inventar. Mal schauen. Nur plus 2 Ausdauer. Sonst nichts. Den kriegst du aber die Handschuhe dafür. Wem soll das denn nützen? Kannst du nicht noch ein bisschen auf Erkennen gehen? Nein. Er müsste jetzt nochmal eine Stufe höher kommen, dann kann er das ja alles. Deswegen warten wir, bis er alle Golem-Teile hat. Dann kann er erkennen. Echt ganz gut. Wir könnten eigentlich auf Geistermagie hier gehen, ne? Und er macht auch Seelenmagie. Es ist so gut. Warte, sehe ich mich ein bisschen? So ist es auch erstmal gut. Er muss ein bisschen auf Meditation gehen, das nützt nichts. Wassermagie fehlt ihm halt auch noch ein bisschen. Das müssen wir die Rüstung noch verteilen. Schuhe. Plus 6. Ah, guck mal, die hat schon mal plus 10 Schuhe. Dann kriegst du die, würde ich sagen. Das sind ja nur ganz normal. Oh, Intelligenz. Dann kriegst du die. Zack, zack. Charisma. Keinen Platz mehr. Können wir mal aufbewahren, falls hier irgendwann nur noch 5 Charisma fehlen fürs Handeln. Da sind wir im Moment bei ihr bei 35 und ich meine, wir brauchen 40 oder 50 Charisma. Ist noch ein bisschen auf jeden Fall. Das kriegst du ja alles. Das kannst du verkaufen. Keine Ahnung. Den müssen ganz wir mal erkennen. Rüstung, aber unnütz. Zwei, egal, verkaufen wir trotzdem. Der bringt uns nicht so viel. Soll das alles verkauft werden? Ja. Kann alles verkauft werden. So, denke ich mal, kann man damit wieder leben. Ganz nett. Aber unnütz. Geistesresistenz brauchen wir nicht. So erhöht der Wert. Kriegt sie mal. Oh, sie hat aber auch schon viele Ringe an sich, ne? Egal. Braucht das sie. Sie ist halt wichtig, ne? Weiß ich nicht. Gut, hier müssen noch ein bisschen Feuerresistenz permanent. Egal. Spiel speichern. Dann gehen wir weiter in diese Himmelsrichtung und kümmern uns um den Steingolem. Soll mich das jetzt beeindrucken? Der ist jetzt nach unten gefallen, aber egal. Und hier waren wir noch gar nicht. Mal schauen. Sind wir aber ganz gut. Eingeweist. Du wirst wahrscheinlich jetzt runterfallen, ja? Und unten werden wir ordentlich beballert. So war doch gut. Gehen wir hier schon rum.
F11 speichern und gucken mal, was hier so drin ist. Hügelgrab, die 7. Da sind wir in Hügelgrab 7 drin. Lol, warum geht denn hoch? So, stopp. Warten, bis wir unten sind. Der beste Trick, so, würde ich mal behaupten. Das nehmen wir alles mit. Gehen wir mal zuerst auf den. Warum bist du denn jetzt schon wieder weg? Egal. Hat ihn ja ganz gut hochgeholt wieder. Hä, ich zeig auf den, weißt du? Und er geht auf den anderen. Und macht dann nicht mal Schaden. Und er macht dann nicht mal Schaden. Die beiden müssen nach rechts fixen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, 4 Stück. Machen wir das von hier. So, wie viel Leben habt ihr alle? Da, so. Gut, wir gehen auf jeden Fall auf den zuerst. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist er wieder weg. Und wir machen heilen. Oh, soll mich das jetzt beeindrucken? Er stirbt nächste Runde, denke ich mal wieder. Oh, den haben wir. Eigentlich haben wir ganz gut hochgeheilt. Könnte doch überleben. Ja, das war gut. Das war gut. Machen wir schnell den um. Soll mich das jetzt beeindrucken? So, und einmal ein Zauber rauf. Er hat den ganzen Schaden zur Verfügung. Damit haben wir die auch alle weg. Ist hier sogar grün. Direkt. Hätte ich gar nicht gedacht. Durch den Paar müssen wir noch. Aber anscheinend nicht. Was haben wir jetzt? Waffschutz gegen die, ne? Helmtuben nochmal rauf machen. Und Segen. Und ein bisschen hochheilen könnten wir auch nochmal. Und wieder den falschen genommen. So. Ach, und du musst wieder Magie entdecken machen. Aha! Da sehen wir auch, dass wir hier noch einiges an Loot rumliegen haben. Aber das ist ja nicht ganz verkehrt, ne? Au! Das andere da. Soll mich das jetzt bauen? Au! Ich frag mich, war das schon alles? Wie viele es jetzt hier noch gibt. Und ich hoffe, dass in dieser schwierigen Stadt, dass man da Kopfgeld auszahlen lassen kann. Weil von diesen Steindingern haben wir jetzt ja schon ordentlich welche weggehauen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Und noch ordentlich weiter welche weg? Trotzdem, ich weiß nicht genau, ob es in der Zwergenstadt man das da auch auszahlen lassen kann. Das wird richtig gut Geld geben. Ich weiß nicht genau, wie viele. Aber müsste schon reichlich sein. Um einfach mal wild raufballern. Vielleicht nicht ihren Segen raufhauen. Marmor, Gargül, Gold. Haha, das war ich! Wie er sich freut. Wie er sich freut, ey. Aber ich hab mich auch mega gefreut. Und die müssten wir doch auch, bevor sie hier sind, wegmachen, oder? Wie viel hat er noch? Nicht mehr viel. Den schaffen wir weg, wenn wir jetzt den Zauber nutzen. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Easy going. Und dafür haben wir ordentlich Truhe. True. Au!
Diese Feuerdinger sind halt extrem nervig. Genau wegen sowas. Deswegen hochheilen. Kann er nicht. Scheiße. Aber er müsste noch ein paar Tränke haben. Blaue. Nein, auf den falschen gemacht. Scheiße. Egal. Wir schaffen den jetzt ja. Und jetzt ist es grün. Und dann knacken wir hier erstmal eine Runde. Auf nebenbei. Das machen wir an. Dann machen wir nichts an. Ich will die Fähigkeit Klinge gleich nochmal ausprobieren. Feuerstrahl. Feueraura. Und Segenbuff. Wichtig, finde ich. Und Heldentum natürlich auch. Heldentum machen wir auch auf. Ja. Was machen wir noch? Könnten jetzt. Hat er noch nicht mal die Gendecken? Hat er doch schon drauf. Gendecken müsste eigentlich. Machen wir es einfach nochmal. Ich glaube, war noch nicht aktiv drauf. Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Die ganze Zeit. Irgendwo, irgendwas ballert immer auf mich. Aber die sind jetzt schon mal viel, viel einfacher, als ich das erste Mal hier war. Das feiere ich so auch an dem Game, ne? Au! Dass du ja so gut merkst, Alter. Das ist halt, was bringt jetzt nochmal, das zu lernen, den auszubilden und so. Wem soll das denn nützen? Ah, ist alles nicht so wirklich was. Durch. Knüssel. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Brauchen wir echt alles nicht so wirklich, ne? Also, der bringt halt auch nichts. Der auch nicht. Und das ist auch einfach nur ein Helm. Aber egal. Kiste ist Kiste, Gold ist Gold. Und die 100.000 Gold machen wir heute noch voll, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein ganz akzeptables Ziel, was wir noch haben. Warum ist denn da jetzt ein X? Da gehen wir doch mal hin. Aha. Haben wir noch gar nicht getriggert? Boah, das war gut. Soll mich das jetzt beeindrucken? Schon ein bisschen, weil wir die ganz gut weghauen eigentlich. Au! Meiner Meinung nach. Die hauen wir meiner Meinung nach sehr gut weg sogar. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau. Der stirbt zu oft immer noch, ne? Der Nächste! Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen mehr auf Schutz gehen durch irgendwas. Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Guck mal, alle noch gut dabei, nur er. Er ist draufgegangen wieder mal. Au! Alles mitnehmen. Und den fast letzte Gruppe. Oh ne, da sind nochmal richtig viele. Au! Komm, der müsste ja schnell weggehen. Eigentlich müssen wir den recht schnell wegmachen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Au!
Jawohl, so ist doch gut. So ist doch auf jeden Fall gut. Au! Ja. Er stirbt schon wieder als Einziger. So schnell, ne? Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückkommen, gleich, ne? Kann der uns schon mal nicht mehr treffen. Sehr, sehr gut. Jetzt den noch. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Soll mich Alter, das jetzt beeindrucken? Alter, er gleich nur weg. Komm, wir beleben noch die Runde. Heilen wir dich wieder hoch. Ich glaube, er kriegt auch gleich nochmal eine schöne Regeneration drauf. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Manchmal finde ich das blöd, weil die sich da so eklig verstecken, dass du da kaum rankommst, aber die dich trotzdem angreifen können, ne? Weil schwer sind sie jetzt halt einfach wirklich nicht. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich lass dich ja doch erstmal liegen. Du gehst mir zu schnell weg. Aber jetzt geht die Magierin auch zu schnell weg. Jetzt geht die Magierin halt weg, ne? Aber er hat die Generation, Regeneration drauf. Dann müsste er jetzt direkt wieder da sein. Lululululul. Hochheilen. So, jetzt ist jetzt aber... Au! Warum schießt du immer in den Berg? Immer schießt du in den Berg rein. Kann ich dich da Au! Treffen? Jetzt müsste ich dich doch Soll treffen mich können. Das jetzt beeindrucken? Ja. Soll mich das jetzt beeindrucken? Boah, da hat sie doch einen Crit abgelassen, oder? Au! Soll mich das jetzt beeindrucken? Ey, ich möchte nicht, dass du durch diesen Au! Scheißberg schießt, bitte. War das schon alles? Er schießt halt die ganze Zeit durch den Berg.